Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Assassin's Creed Revelations. Der Hauptmann dieser Templerfechte. Konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Eure Sache ist gerecht. Gott. Da ist er. Kenne ich doch. Ich sehe keine Sorge. Den holen wir uns. Kannst du bitte. Scheiße. Beeilung. Was ist ein Herr? Ja, jetzt ist er abgehauen. Hey, Lernet! Verschwinde von hier! Scheiße! Was? Wo ist der hin? Was zum Teufel? Ich gebe der nervig. Das hat mich jetzt aus der Fassung gebracht. Genau, erstmal willkommen zurück. Hier wieder bei Assassin's Creed. Eigentlich hatte ich den Part hier schon irgendwie aufgenommen, in Anführungszeichen. Und diese Animus-Erinnerung gemacht. Aber wie es halt oft ist, wie es halt oft blöd hergeht, bin ich gerade noch verwirrt. Wir holen jetzt hier ein paar Schätze. Wollte ich diese Desmond-Erinnerung machen. Habe ich auch gemacht. Aber mein PC ist abgeschmiert, weil das ist ein bisschen komisch. Immer wenn ich in so eine Erinnerung reingehe, dann startet der quasi, beendet der Assassin's Creed Revelations und startet ein extra Spiel, wo das drin ist. Und das hatte zur Folge, dass irgendwann am Ende vom Part mein PC abgeschmiert ist. Und jetzt habe ich die Datei noch nicht wiederhergestellt. Vielleicht habe ich sie auch schon wiederhergestellt, dann wäre hier alles Schmarrn, was ich erzähle. Aber wahrscheinlicher ist es, dass das Ganze am Ende nochmal kommt, wenn ich es dann aufgenommen habe. Das hilft halt jetzt nichts. Ist für mich genauso blöd wie für euch. Aber nein. Weil muss ich neu aufnehmen, kommt aber sicher noch. Ich dachte mir eh, dass vielleicht schöner ist, wenn wir alles dann schon freigeschaltet haben. Also die, es sind 30 solche Erinnerungs... solche, wie sagt man? Nein! Oh, Ezio. Ich bin Red, komme ich vollkommen aus meiner Konzentration raus. 30 von diesen Orbs, damit wir alle Erinnerungen freischalten. Und ja, kann sich nur um Stunden handeln, bis wir die haben. Und die Kirche. Und dann schauen wir mal, ob ich mich umschauen darf. Okay, ist eh gleich hier. Und so, hier muss ich jetzt bis morgen warten, bis ich den Templer Spasti wieder machen darf.
Aber den Schatz hier können wir auf jeden Fall schon mitnehmen. Dann machen wir halt das hier oben erst fertig. Genau, hier haben wir so ein paar Schätze bis zum nächsten Aussichtsturm. Und dann machen wir hier unten heute alles. Das wäre mein Ziel. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Genau, und den Rest machen wir neu. Das wollte ich noch sagen. Habe ich auch schon 5-mal. ja, in der Hoffnung, dass es dann nicht mehr abschmiert. Vielleicht kann ich auch die Aufnahme nochmal retten. Geht ja eigentlich bei MKV. Sollte gehen. Aber ich will noch nichts versprechen. Deswegen wartet mal ab. Das war jetzt aber nicht das, was ich wollte. So, komme ich hier hoch. Da, wunderbar. Viel besser. Wunderbar. Dann können wir hier gleich noch nach unseren Assassinen schauen. Können wir alles überspringen. Unsere Assassinen haben wohl alle kein Level-Up gehabt. Mediterrane Verteidigung. Hier waren wir in Bursa. Nein, du sollst schon mit. So. Und den hier wollen wir auch noch schauen. Schaffst du allein. Sehr gut. Oh. Das wollte ich noch nicht. Upsi. Nach Bursa haben wir, glaube ich, immer Athen gemacht. Bisschen zu schwer für euch. Perfekt für euch. So. Dieb, haltet ihn! Diese Farbe, dem sieht man jetzt mehr und mehr auf den Straßen. Bald sind sie in Überzahl. Da. Um uns von denen gar nicht lang ärgern lassen hier. Dachtest du dir wohl? Da. Nicht mit mir, Freundchen. Werden mich jetzt wahrscheinlich alle angreifen. Aber ich nutze es nochmal, solange das hier kein Sperrgebiet ist. Weil ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass das noch eins wird. Aber naja. So. Hier hoch. Nochmal. Und nochmal. Sehr gut. Diese Ecken sieht man so schlecht, die da vorstehen. So, nächster Aussichtspunkt. Sehr gut. Ja, wie gesagt, das mit dem anderen Part nervt mich noch ein bisschen, aber andererseits, das wollte ich noch sagen, fände ich es, glaube ich, eh besser, wenn wir die alle
auf einmal machen, diese Mission, weil die sehr zusammenhängend sind, finde ich. Ich habe es jetzt ja schon ein Stück weit gesehen. Also, falls die jemand noch nicht kennt, die hängen ein gutes Stück zusammen. Ich würde jetzt erst den hier machen und dann können wir hierum eine Route nach unten machen. Achso, andererseits kaufen wir eh die ganzen Läden. Machen wir erst den hier. Sollten wir schauen, dass man diesmal nicht entkommen lassen. Einen unserer Assassinen am besten drauf ansetzen oder so. Wollte ich ja vorher auch machen. Hat nur irgendwie nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Guten Abend. Seltsam gekleidet. Ist das nicht? Das könnte er sein. Verdammt! Gnädiger Gott! Ich. Dafür wirst du büßen! Da. Sehr schön. Jetzt können wir den da drüben anzünden. Wenn der nicht wegrennt, ist eh schon nur noch halb so schwer. Er hat ja offensichtlich gerade gar keine Lust abzuhauen. Oh, wir sind aber fast tot. Diese Schützen machen so unglaublich viel Schaden, ohne dass man es merkt immer. So, hier können wir dann eigentlich auch einen neuen Assassinenhauptmann machen, oder nicht? Sollten wir eigentlich können. So, zwei Aussichtstürme fehlen nur noch. Er hat einen guten Schneider. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Kerl. So, hier drüben ist gleich so ein... Ach, zwei neue Assassinen können wir jetzt gleich haben. Sehr gut. Ist wohl ausgebrochen. Da wollen wir kaufen, wir dürfen. Ich finde ja eigentlich die Roma am besten. Sagt die. Ich nehme alle so wenig her, aber die finde ich immer noch am sinnvollsten zum Hernehmen. Auch, ja, wenn das nicht viele so sehen. Aber ja, ich finde die ganz gut. Die können halt nicht kämpfen, aber sonst. Das hier werde ich mir eh nicht leisten können. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viel Geld dabei. Machen wir den Buchladen und dann... Gehen wir hinten rum zurück, kaufen dann die zwei hier. Da. Ja, 9000, da können wir uns mit Sicherheit gar nichts Sinnvolles leisten. Aber naja, für ein bisschen was reicht's. Ich führe sogar den neu zusammengestellten und modernisierten Aufgenommen. So, wieder zurück. Ganz schnell. Und da hinten wollen wir die Bank kaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir da mal wieder was zum Abheben haben langsam. Oder hier auch neue Sachen zu kaufen. Oh, jetzt werden sie aber langsam teuer, die Läden. So kommt es mir zumindest vor. Kaufen wir erst die Bank. Na, kostet nämlich auch schon über 3000. Wenn wir es uns nicht leisten können, wenn wir uns jetzt erst Rüstung gekauft hätten. Schauen wir mal, ob hier einmal Guthaben für uns da ist. Und dann kaufen wir uns davon Rüstung. Ja, na also. Gibt's hier Neues? Gibt's schon was Neues?
Nö. Und neue Waffen wollen wir erstmal kein Geld drauf verschwenden, weil eigentlich ist jede Waffe in dem Spiel gut. Weil ihr bereits gemerkt haben solltet. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wie rum ich gehen muss. Ja, wir können erst hier hintergehen, stimmt schon. Und dann kommen wir hier zurück. Ich weiß gar nicht, warum ich plötzlich gesucht bin. So, jetzt halt. Das Spiel hängt halt wieder manchmal. Ich weiß auch nicht, warum. Kann ich euch jetzt nicht direkt erklären. Es heißt ja. Da ein Schätzchen für uns und wahrscheinlich müssen wir einen Fastkampf gewinnen oder so. Ihr da! Ihr seht aus, als hättet ihr eine ziemlich hohe Meinung von euch selbst. Aber ich halte euch für einen erbärmlichen Jammerlappen. Was haltet ihr davon, Altschack? So, der Streitsüchtige, dieser überhebliche Mann hat Ezio zum Duell herausgefordert. Zeigen Sie ihm die wahre Bedeutung des Wortes. Hätte ich euch etwas zu sagen, Amico, wendete ich mich an eure Mutter. Wie könnt ihr es wagen? Das klären wir sofort. Da liegen und belästigt niemanden mehr. Da war unser Belohnung. Ist das euer Ernst? Ihr seid drauf reingefallen, alter Mann. Exzellent! Ja, wunderbar! Immer warten, bis der Stab aufhebt, weil irgendwie können wir nicht kommen. Beschämt euch nicht noch mehr. Ich bin die Faust von Konstantinien. Habt ihr noch nicht genug? Niemals! Da. Einigen wir uns auf Unentschieden, gut? Ihr seid ein wahrer Kämpfer. So wie ihr, wenn auch etwas waghalsig. Wie wäre es, wenn ihr eure Fäuste für die Sache der Assassinen sprechen ließet? Ihr meint, für eine Sache kämpfen? Und nicht nur zum Spaß? Nee, ich bin für sicher, Sache, es wird ganz euch ohne Spaß. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz ohne. Das glaube ich auch, Effendim. Abgemacht. Da, wunderbar. Ich schütze mich. Einfach nur weg hier. Wendet um euer Leben. Jetzt aber. Stell mich an hier. Haltet ihn auf. Da, jetzt aber. Oh, jetzt haben wir wieder 13.000. Jetzt können wir uns wieder ein paar Läden leisten hier. Den Arzt. Der kostet nicht so viel.
Da hinten kommt eh gleich der nächste Assassin-Rekrut, den wir uns holen können. Was wir auch machen wollen, natürlich. Versteht sich. Oh, eine unserer Festen wird wieder angegriffen. Mein Templerstatus ist wieder geheim, das ist aber nett. Bin ich schon auf die Nerven gegangen. Die Qualität unserer Nähte ist unerreicht. Hier bekommt ihr das Beste. Es gibt keine Entschuldigung für so ein Benehmen. Arbeitet euer Onkel eigentlich noch für den alten Hund? Ich habe, was ihr braucht. Von traditioneller Medizin bis hin. Ich muss hier verschwinden. Schnell. Ja. Du wirst mir nicht entkommen. Jetzt rennen. Los, dort! Ihr seid eine Dame in unseren Reihen. Heute mal wieder hautfarbene Augen, nicht lila. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Da wollen wir dich. Uns kommt jede Hilfe gelegen, sag ich immer. Genau, hier die zwei Schätze. Und dann wollen wir hier hoch. Den Schatz holen. Und wahrscheinlich hier oben noch die vier Läden, wenn das hinhaut. So, zumindest mein bescheidener erster Plan. Das ist eine elegante Art der Fortbewegung. So, Athen gehört uns. So, hier haben wir jetzt neun Assassinen. Den können wir mit ein paar Begabteren durch die Gegend schicken. Jetzt haben wir drei mit Level 12. Eine mit Level 3, er ist auch schon Level 5, es geht super schnell. In Bursa haben wir schon wieder was Neues. Sind die ein bisschen zu langweilig. Vielleicht sind die wahrscheinlich auch ein bisschen zu langweilig. Wir malen Athen, ob da was Schweres drin ist. Eine zumindest. Dann müssen sie dann eh schon zu dritt hin, damit sie es schaffen. Passt, machen wir so. Weiter, nächster Schatz. Heute kommen wir wieder flotter voran. Sehr schön. Kann ich da irgendwie rein? Eigentlich mit der italienischen Hure geschehen. Komm, ach, dann tu dann nicht so viel unschuldig. Besser, als ich es könnte. So. Komm, das war der. Nicht so unschuldig. Eine ganz gute Vorstellung. Wollen wir hier so ein bisschen links rum. Der wird doch nicht, da ist die Bank, sich so aufzuführen, zu der wir wollen. Belinair! Lauf! Hört ab! Wir haben sie nicht! Wir dürfen ihn nicht verlieren! Da. Oh, sind eh schon vorbeigelaufen. Hab ich gesehen. Ich denke mir immer, ich kann die Wachen einfach nur wegschubsen. Oder ich wollte die Leute wegschubsen und nicht die Wache da anhakeln. Ein bisschen ein Versehen. So. Ja, haben wir soweit alles. Wollen wir den holen?
Ja, es leert sich. Sehr schön. Hier unten haben wir noch ganz viel zu kaufen. Aber hier haben wir allgemein ja auch noch Schätze und alles einzusammeln. Und zu dem Aussichtspunkt und den meisten Schätzen hier kommen wir sowieso erst später. Da, die ist, Richtung ist die richtige. Ja, das hier werden wir uns nicht leisten können. Nee, ist super teuer. So. Achso. Ach, wir kriegen da auch Bomben-Dinger. So, ein bisschen Guthaben an unsere Bank angezahlt. Sehr schön. So, jetzt wollen wir noch hier oben die paar letzten Läden kaufen. In der Hoffnung, dass wir uns die alle leisten können. Auf jeden Fall keine Bank dabei, um jetzt noch restliches Guthaben zu holen. Ah, dann laufen wir nochmal kurz zurück zu der. Das war knapp. Hast du gar keinen Anstand? Nee, ich habe keinen Anstand. Ja. So. Geld abheben und wieder weg. 21.000. Da sollten wir uns ein bisschen was leisten können. Hoffe ich. Und dann schauen wir mal, ob wir im nächsten Teil nicht... Ja, werden wir wahrscheinlich erst unsere Assassinenfeste verteidigen. Wo ist das Problem? Ich hetz dir die Wache auf den Hals. Ah ja, okay, dann können wir schnell hier noch den Templer Hauptmann machen. Ich mag heute teuer sein, aber meine Güte. Das sollten wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Dass die Erze immer so billig sind im Verhältnis zum Rest. Finde ich lustig. Hier meine quecksilberbasierten Mittel gegen Kopfschmerzen. Okay, mein Kenntnisstand ändert sich wohl auch, wenn ich solche Läden kaufe. Daher kriege ich immer so viel. Wie mir scheint. Hatte ich auch noch nicht mitbekommen. Aber naja, jetzt wissen wir es ja. Ich weiß, dass ihr die Illuminationen in den Reihen habt. So, und das war der letzte hier. Jetzt gehen wir nämlich auch drüben, glaube ich, von der richtigen Seite rein, dass wir... Wer kann dem... ...dass wir... ...von der Seite reingehen, wo... Niemand sonst. Bring den noch kurz um. Was glaubst du, wo er herkommt? Nein, nein! Nein. Damit ich bin Schwinde von dir! Nein! Nein. Nein. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Wir müssen ihn ja nur vorher umbringen. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Gäbe es doch ein Wort, das mein Erstaunen beschriebe. So. Kann ich meinen Augen trauen? Vielleicht bin ich zu müde. Wo ist der denn? Hier unten läuft er manchmal lang. Ist wohl ausgebrochen. Moment, sieht gefährlich aus. Auf einmal.
schneiden? Bin gerade wieder still, weil ich mich sehr stark konzentriere. Habe ich noch. Sowas. Hack ihn! Okay. Hier ist niemand. Also das kann ja nicht sein, der muss ja irgendwo sein. So, da ist er auch nicht. Hier geht er doch immer lang. Bin ich hier schon so lang? Jetzt muss hier doch mal gewesen sein. Ah, da hinten sehe ich dich. Jetzt kommst du hier durch. Ja, easy peasy. Ich sag's euch. Nicht immer einfach. So, der vorletzte Aussichtsturm. Und der letzte Templerposten. Okay, synchronisierte Aussichtspunkte und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Assassin's Creed Revelations. Tja, bis dahin, macht's gut.